Gerade diese Entscheidung, wen man zum Beispiel schubst, wo man den Buzzer hin bewegt und so weiter, der kann schon sehr persönlich werden. Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Review hier bei Hunter & Friends. Und heute stelle ich euch Battle Royale vor vom Cosmos Verlag, Action bis zur letzten Figur ab 8 Jahren. Es ist ein Familien-Kinderspiel, würde ich sagen, für 2 bis 4 Spieler 30 Minuten. Und es war so ein Spiel, das unseren Urlaub ein bisschen aufgemischt hat, kann man mal so behaupten. Ich habe es damals auch in Nürnberg auch gesehen und war am Anfang eigentlich auch schon recht begeistert, weil es ist... Ja, es ist ein Spielprinzip, das bei Kindern sehr beliebt ist, die bei Computerspielen früh dabei sind. Das Stichwort ist natürlich Fortnite, ne? Weil alle unter euch, die nicht wissen, was Fortnite ist oder was Battle Royale ist, ein sehr beliebtes Computerspiel, leider auch unter den jüngeren, den jüngeren Schülern. Mein Sohn war da keine Ausnahme. Ich halte mich hier mit Erziehungstipps ja generell eher zurück, aber ich würde sagen, also wir haben den Stecker bei Fortnite gezogen. Ich glaube, das ist auch, würde ich auch allen anderen Eltern empfehlen, die Suchtgefahr und auch einfach dieses, dass sie da Geld ausgeben, ist zu groß. Aber das Spielprinzip ist halt sehr anziehend und beliebt und das ist eben Battle Royale. Und was heißt das? Wir sind alle irgendwie auf einer Insel, bekämpfen uns alle gegenseitig bis zum Last Man Standing. Das ist im Prinzip so das Prinzip. Das sind dann 25, 50 Spieler und der am Ende noch steht, der hat die Runde gewonnen. Und das hier ist eben jetzt so eine Art Brettspiel mit einem, sag ich mal, Battle Royale-artigen Spielprinzip. Wir haben alle Figuren auf einem Spielbrett, das schachbrettartig funktioniert. Und durch verschiedene Geschichten wie Schubsen in Löcher oder einfach per Katapult-Explosion des Feldes werden immer wieder Figuren hier entfernt. Und wer am Schluss sozusagen noch alleine steht oder die Mehrheit auf dem zentralen Feld hat, was nicht explodieren kann, der hat am Ende gewonnen. Und wie ich es mir auch schon gedacht habe, mein Sohn hat ganz große Augen gemacht, als ich gesagt habe, guck mal, was ich hier habe. Battle Royale. Ja, trotzdem, und es hat auch, wir haben es gespielt und es hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht, so viel kann ich spoilern vor dem Fazit. Aber es hat auch so den einen oder anderen negative Folge, würde ich es mal nennen. Dazu komme ich gleich im Fazit. Jetzt zeige ich euch erstmal das Spiel, kurz Spielprinzip. Recht einfach, gut umgesetzt, würde ich sagen, rein regeltechnisch. Und dann sehen wir uns wieder bei einem Fazit. Hoffentlich sehe ich euch wieder dazu. Am besten einfach abonnieren, Glocke aktivieren und dann verpasst ihr hier kein Video mehr, von denen es hoffentlich wieder ein bisschen mehr gibt. Ich freue mich schon sehr auf Essen, arbeite fleißig an meinen Listen und die werden auf jeden Fall vor Essen noch erscheinen. In diesem Sinne, viel Spaß hier und bis gleich. Hier sehen wir das schöne Battle Royale und der Aufbau ist schon ganz witzig. Wir haben hier die Spielschachtel mit diesem Einsatz und ihr seht die ganzen Felder und auf jedem Feld startet man mit einer Figur der vier Parteien. Echsen gegen Koalas, gegen Ninjas, gegen Roboter, wobei die erstmal nicht asymmetrisch sind. Die haben ihr jeweils ein gleiches Kartendeck, aber schon witzige Geschichte. Wir haben hier schon vier Löcher, die werden so vorgeschlagen. Man kann aber einfach auch den Spielplan individuell aufbauen. Wichtig ist nur, das Zentralfeld muss immer in der Mitte sein und muss mit allen Feldern irgendwie verbunden werden. Spielablauf ist relativ simpel. Wir haben ein gleiches Kartendeck, wie gesagt. Dann haben wir vier Handkarten und wenn wir dran sind, dann spielen wir immer eine Karte aus, bewegen uns dadurch und dann gibt es noch eine Würfelphase, wo wir diesen Doom-Würfel würfeln. Was wollen wir machen? Zunächst einmal ist es so, gewonnen hat entweder der, der als einziger am Ende noch übrig bleibt, oder wenn mehrere Leute am Ende übrig bleiben, guckt man aufs zentrale Mittelfeld. Wer hat da die Mehrheit? Das Mittelfeld kann nicht explodieren, das heißt, es ist quasi so ein sicheres Feld. Das ist besonders wertvoll. Wenn ich jetzt dran bin, ich fange jetzt hier einfach mal mit den Echsen an, dann spiele ich eben so eine Karte zum Beispiel aus und da gibt es jetzt eben Bewegungsregeln. Hier zum Beispiel könnte ich jeweils zwei Echsenfiguren ein Feld bewegen, aber in dem Fall auch diagonal, was normalerweise nicht möglich wäre. Also ich könnte zum Beispiel hier sowas hier machen und dann eben zum Beispiel auch
So, jetzt sind hier schon sechs Figuren und da kommt jetzt schon eine Besonderheit ins Spiel. Denn wenn mehr als sechs Figuren beim Vier-Personen-Spiel auf einem Feld sind, dann kommt es zu einem Schubsen. Und das könnte böse Folgen haben. Wir können das hier mal demonstrieren. Mal angenommen, es würde so aussehen. Und ich würde jetzt hier so eine Karte spielen, wo ich eine Figur ein Feld bewegen, könnte ich jetzt hier noch reinlaufen. Und jetzt, weil hier sieben Figuren sind, Vier-Personen-Spiel, würde ich einen Schubsen auslösen in diese Richtung. Da ist ein Loch. Das bedeutet, ich könnte einen Gegner hier einfach eliminieren. Der fliegt ins Loch und ist weg. Natürlich wird auch einfach so geschubst, wenn da Platz ist. Und es kann natürlich auch zu Kettenreaktionsschubsen kommen. Außerdem seht ihr hier auf der Karte, hier unten ist noch ein besonderes Symbol drauf, nämlich so eine Explosion. Das sind Zusatzaktionen, die dann auch noch ausgeführt werden zusätzlich. Und Explosion bedeutet einfach hier auf den Buzzer drücken und ein Feld explodieren lassen. Allerdings, dieser Buzzer, der ist immer an einem ganz bestimmten Feld. Das ist auch ganz cool gemacht, weil unten auch so ein Einsatz ist, wo der quasi so hin und her gerückt wird. Er startet auf dem Zentralfeld, der kann nicht gebuzzert werden. Immer wenn nicht gebuzzert werden kann, weil es auf dem Zentralfeld oder zum Beispiel auf einem Loch ist, dann wird statt gebuzzert, wird dann der Buzzer bewegt und zwar angrenzend, auch diagonal, aber nicht über ein Loch, sondern dann immer auf ein Feld. Jetzt würde er auf diesem Feld hier stehen. Und dann, nachdem ich die ganze Karte abgearbeitet habe, egal ob Zusatzaktion oder nicht, kommt auch noch eine Würfelaktion, was einfach auch nochmal eine Zusatzaktion auslöst. Dann würfel ich einmal und da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder eben auch nochmal Buzzer bewegen, dann müsste ich ihn tatsächlich nochmal bewegen. Jetzt steht er hier. Oder Battle Royale. Battle Royale bedeutet, dass wir jetzt auf jedem Feld gucken, gibt es Mehrheiten. Und wo eine Mehrheit besteht, das ist in dem Fall nur in diesem einen Feld hier der Fall, da haben die Echsen eine Mehrheit, da darf derjenige, der die Mehrheit gewonnen hat, einen gegnerischen Charakter gefangen nehmen. Und das legen dann die Echsen zu sich und das ist ein Tiebreaker, falls es zum Beispiel am Ende noch mehrere Leute gibt und es da Gleichstand auf dem Zentralfeld gibt. Und das kann natürlich bei vielen Feldern ausgelöst werden und natürlich auch auf dem Zentralfeld. Ja, bewegen haben wir ja schon gesagt und dann gibt es eben noch das schöne Buzzern, darauf wartet ihr natürlich die ganze Zeit. Und was passiert da? Wir explodieren ein Feld. Das Feld ist dann weg und ja, alle Figuren, die rausfallen oder in Löcher fallen, sind auch raus aus dem Spiel. Es könnte natürlich auch sein, dass die einfach auf andere Felder fallen. Das ist okay, dann überleben sie das Ganze. Da wird auch kein Schubsen ausgelöst, selbst wenn da mehr als sechs Personen dann stehen. Aber natürlich klar, wenn dann wieder Bewegungen stattfinden, dann wird natürlich möglicherweise mehr als eine Person geschubst. Das kann natürlich passieren. Außerdem ist noch was wichtig, denn wenn es Felder gibt, die dann nicht mehr mit dem zentralen Feld verbunden sind, dann stürzen auch noch Sachen ein. Wenn das Feld hier gebassert wird, zack, hier haben übrigens auch ein paar Leute überlebt, die haben es hierhin überlebt, nur leider, ja, bringt ihnen das nicht sehr viel, weil diese zwei Felder sind jetzt nicht mehr mit dem zentralen Mittelfeld verbunden. Das bedeutet, die beiden stürzen auch ein, werden entfernt, alle Figuren sind raus aus dem Spiel. Und dann wird eben so lang weitergespielt, bis eben diese zwei Siegbedingungen eintreten, entweder nur noch einer steht oder nur das zentrale Mittelfeld und da wird dann geguckt, wer die Mehrheit hat. Tiebreaker sind die Gefangenen. Es gibt noch zwei kleine Erweiterungen, die ihr mit reinbringen kann. Zum einen die Fähigkeitskarten. Da werden am Spielbeginn eine Karte mehr als Mitspielen ausgelegt und dann wird reihum ausgesucht. Der Startspieler darf als letztes eine Karte nehmen. Und das sind dann einfach Spezialfähigkeiten, die man hat. Zum Beispiel hier, man darf zuerst den Doomwürfel werfen, dann sich bewegen und dann erst den Doomwürfel ausüben. War sehr starke Fähigkeit, würde ich sagen. Überhaupt nicht ganz balanciert aus meiner Sicht, diese Fähigkeiten. Oder hier 6 statt 4 Handkarten. Man zieht natürlich auch nach dem Zug immer wieder auf 4 Handkarten nach. Oder man hat einfach eine Schrittweite plus 1. Auch mega stark aus meiner Sicht. Aber ja, wer eben so asymmetrische Fähigkeiten mag, der kann natürlich so ein bisschen mehr Gewürz reinbringen hier in das Spiel. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten Spezialaktionskarten. Hier ist es so, dass da einfach drei zufällige aufgedeckt werden. Und das sind jetzt Aktionen, die allen Spielern im Prinzip offen stehen. Allerdings muss man sie mit Gefangenen bezahlen, um sie auslösen zu können. Und das ist doch recht heftige Kosten. Also ist dann eher sowas fürs Vier-Personen-Spiel, wo dann einfach mehr Figuren auch im Spiel sind und man einfach auch mehr Chancen hat, auch Gefangene zu machen. Muss man sich ja darüber überlegen,
ob es sich das lohnt. Na, vier Gefangene für eine Figur, ja, kann mal entscheidend sein, aber auf der anderen Seite sind natürlich Gefangene auch die Tiebreaker. Also ja, auch interessant, auf jeden Fall hier nicht das Problem mit der Balance. Also man muss einfach erstmal festhalten, das Spielprinzip, hatte ich schon gesagt, funktioniert wirklich gut. Und ich hatte richtig viel Spaß bei dem Spiel, ja. Also es ist schon echt lustig, dann per Doom-Würfel die Leute da weg zu explodieren. Vor allem deswegen, weil das ja auch noch so ein Glücksfaktor ist. Möglicherweise fliegt man ja gar nicht vom Feld, ja. Möglicherweise landet man ja woanders, wo man sogar richtig cool weiterspielen kann. Aber auch durch diesen Doom-Würfel oder durch diese Explosionsmechanik dann bestimmte Teile des Spielbretts dann so einstürzen zu lassen und so weiter. Das ist schon wirklich cool. Und was eigentlich gut funktioniert ist, dadurch, dass es ja ein Spiel für 3 bis 4 Spieler ist, es gibt eine Zwei-Personen-Variante, aber ich finde schon, mehr Spaß macht's zu dritt, am besten zu viert. Es ist halt so schön übersichtlich, man sieht genau, ah, wer ist da vorne, wer nicht, und dann geht man halt immer auf den Führenden und das balanciert sich dann auch so quasi automatisch gegen, wenn jetzt jemand besonders viel Glück beim Würfeln hat oder so weiter und so fort. Ansonsten ist es ja auch einfach wirklich ein sehr taktisches Spiel, offene Informationen. Man kann genau ausrechnen, wie es sich mit den Mehrheiten verhält, aber man weiß halt nicht, ob man das Battle Royale würfelt, ja? Also ich finde, das ist wirklich, das ist kurzweilig, das ist spannend. Da kann man Risiko gehen oder auch nicht. Und es funktioniert eigentlich ziemlich cool, bis auf einen Aspekt. Und den können, glaube ich, vor allem Eltern nachvollziehen. Ich habe es mit meinen zwei Kindern natürlich zusammengespielt. Und ja, Geschwisterliebe hört in dem Moment auf, wo man sich gegenseitig in die Luft jagt. Und das hat einfach dazu geführt, dass meine zwei Kinder sich einfach bis aufs Blut gegenseitig bekämpft haben, wodurch ich natürlich einfach gewonnen habe, ja. Leider war es dann aber mit dem Spaß am Ende vorbei, weil die Stimmung war dann auf dem Tiefpunkt. Ja, es ist einfach ein sehr konfrontatives Spiel, weil gerade diese Entscheidung, wen man zum Beispiel schubst, ja, wo man den Buzzer hin bewegt und so weiter, der kann schon sehr persönlich werden, diese Entscheidung. Ja. Und wenn es dann sozusagen zum innergeschwisterlichen Krieg kommt, dann ist zumindest bei uns der Haussegen am Ende. Das bedeutet einfach, Battle Royale ist ein wirklich cooles, spannendes, witziges Spiel, wenn man damit umgehen kann, weil es einfach extrem konfrontativ ist. Das ist ja der Vorteil an den Computer-Online-Spielvarianten, ja? Da beißt jeder für sich alleine in die Tastatur und man kann dem Gegner sozusagen nicht an die Gurgel, weil der irgendwo in Australien sitzt, ja? Hier sitzt er einem direkt gegenüber und dann wird natürlich diskutiert und so weiter. Und deswegen verstehe ich auch, dass meine Tochter hat so einen Standardspruch gerade, wenn ich ein neues Spiel auspacke und sage, komm, wir spielen jetzt wieder ein neues Spiel. Dann heißt die erste Frage immer, ist es kooperativ? Weil meine Tochter einfach, ja, diese Konkurrenz und diesen, ne, sie kann schlecht verlieren, mein Sohn auch. Und sie ist es leid, ja. Ich persönlich finde ja kooperative Spiele dann immer ein bisschen langweilig, aber ich kann natürlich total verstehen, dass, ja, dass man das auch mühselig findet, immer diesen Streit zu haben. Deswegen, wie transportiert sich das jetzt hier für mein Fazit für Battle Royale? Ich finde es ein richtig cooles Spiel und das ist für mich Kaufenliste, wenn man sich selber und seine Kinder da richtig einschätzen kann, ob sie sowas abkönnen, ja, und daran Spaß haben. Ich habe da total dran Spaß. Ich hätte sogar in einer lustigen Erwachsenenrunde Spaß, Battle Royale zu spielen. Aber man muss halt klar sagen, es ist dann schon ein bisschen albern, ja. Aber es funktioniert. Also, ne, es ist eben wirklich ein abgefahrenes, abstraktes Spiel. Auch diese Fähigkeiten und Spezialaktionskarten bringen dann nochmal so eine kleine Prise rein. Wobei ich sagen muss, beide Karten haben so ein bisschen ihre Probleme, wie ich finde. Die Spezialaktionskarten sind vergleichsweise teuer, weil man sie ja mit Gefangenen bezahlen muss. Und so viele Gefangene, ja, macht man möglicherweise gar nicht. Das heißt, die triggern nicht so richtig, außerdem sind die Gefangenen ja auch noch Tiebreaker, muss ich überlegen, ob man die da dafür ausgeben will. Und die Spezialaktionskarten sind lustig und cool, auf jeden Fall, die sind auch stark. Da stellt sich nur wieder so ein bisschen ja, die Balancefrage. Es ist schon okay, weil quasi also
Es wird in umgekehrter Reihenfolge ausgesucht. Das heißt, das gleicht so ein bisschen den Startspielervorteil aus. Aber aus meinem Gefühl her, aus meiner Spielerfahrung her, sind da doch einige Spezialaktionen deutlich stärker als andere. Und das ist gerade bei so einem Spiel, wo es dann wirklich um kleine, also wenn jeder hier gut spielt, geht es da schon, klar, ein bisschen auch um Glück, aber es geht dann schon um den, ne, um den einen, eine Figur mehr, die das sozusagen dann entscheidet. Und da ist dann so eine asymmetrische Fähigkeit, die möglicherweise nicht balanciert ist. Ja, vielleicht nicht das Beste, aber klar, wenn man auch da einfach drüber steht, dann macht es natürlich Spaß, weil es einfach nochmal mehr Abwechslung bringt. Also, wie gesagt, Licht und Schatten bei Battle Royale müsst ihr einfach selber entscheiden, ob ihr so eine Art von Spiel in euer trautes Familienleben reinlasst oder ob ihr einfach sagt, hey, wir sind Erwachsene und wir finden es irgendwie auch witzig, uns da gegenseitig wegzubomben. Dann, ja, kann man sich das einfach angucken, so als Absacker. Gibt es vielleicht Leute, die da nicht nochmal nachdenken wollen, groß, sondern einfach auf den Buzzer drücken? In diesem Sinne, drückt auf den Abo-Knopf, das würde mich freuen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Macht's gut.